Grüßt euch und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Vorstellungsvideos dieses Feldbettzeltes. Erstmal als Warnung, wer lichtempfindlich ist, sollte sich vielleicht eine Sonnenbrille aufsetzen. Ich habe heute mal meine Neonröhren ausgepackt. Und wenn ich das so sehe, sollte ich vielleicht öfter mal kurze Hose tragen. Das ist echt ein Unterschied. Na, wie gesagt, also ich habe die Nacht drin geschlafen. Muss sagen, sehr gut, weil es ist doch ein Unterschied, ob man jetzt nur auf einer Luftmatratze auf dem Boden schläft oder auf einer Liege noch zusätzlich. Also es wippt sehr gut nach, es gibt nach und es ist wirklich ein angenehmes Schlafen, muss ich sagen. Ja, zur Feuchtigkeit, wie ich angesprochen habe, war mir eigentlich bewusst, dass es hier am Kopfende ein bisschen feucht innen drinne war, wahrscheinlich durch meinen Atem und Schweiß. Es war doch sehr recht warm in dem Ding, also den Schlafsack habe ich komplett aufgemacht und nur als Deckbett benutzt. Sonst muss ich sagen, war sehr gut. Wie gesagt, der Nachteil ist, dass es eben nur ein Einwandzelt ist. Ein doppelwandiges wäre das mit der Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Vor allen Dingen von diesem Schlafkomfort mit einer zusätzlichen Liege. Da muss ich sagen, das ist natürlich ein weiter Unterschied, ob man wirklich auf dem Fußboden schläft, auf einer Luftmatratze oder eben auf einer nachgebenden Unterfläche. Also muss ich sagen, super. Ja, der Vorteil ist natürlich auch, es gibt dieses Zelt ja auch als Zweimannzelt. Ist natürlich super für Kinder, wenn die im Garten zelten, weil es ist ja auf Stelzen. Das heißt, der Rasen stirbt doch nicht ab. Ich meine, jeder weiß das, wenn man ein Zelt 2-3 Tage auf einer Stelle stehen hat, stirbt der Rasen ab, wird gelb. Gut, kann man verhindern, wenn man das Zelt jetzt öfter mal umstellt, aber es ist ja eben immer ein Aufwand. Bei diesem Zelt hier ist natürlich auch der Vorteil, wenn es jetzt in der Sonne steht, kann man es nehmen und einfach woanders hintragen. Geht auch alleine, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Also so kann man ja nicht zupacken, weil es ja zu ist. Aber wenn man hier oben, hier ist ja die Querstange, anfasst, kann man es einfach nehmen und wegtragen. Also Standort ist man wirklich sehr flexibel, hat natürlich echt einen Vorteil. Gut, wenn es jetzt ein bisschen windiger ist, man muss es abspannen, müsste man natürlich die Heringe rausziehen und dann weiter transportieren. Aber das ist ja auch kein geringer Aufwand. Wie gesagt, es ist rasenschonend für Kinder, die gerne im Garten zelten, ist es natürlich optimal. Ja, das soll es gleich gewesen sein. Ich mache jetzt aber noch mal einen Regentest. Gut, ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch. Ich mache das jetzt mit einem Gartenschlauch. Aber ich möchte gern wissen, ob die Türen dicht halten. Das ist ja auch wichtig. Aber ich sag mal, wenn man das jetzt mit einem Gartenschlauch macht, so unrealistisch ist es eigentlich gar nicht. Vor 14 Tagen hatten wir dieses Unwetter. Und bei mir zu Hause ist der Regen sogar durch die Balkontür gegangen. Also das stand wirklich ungünstig, der Regen, und hat wirklich durch die Dichtung gedrückt. Und da möchte ich nicht wissen, was mit dem Zelt passiert, bei so einem Regen. Man kann ja immer mal überrascht werden. Und den Test mache ich jetzt. Eins möchte ich noch erwähnen. Also hier unter sitzt der Reißverschluss. Und durch diesen Regenschutz ist er natürlich noch mal zusätzlich geschützt. Also man sieht nicht den blanken Reißverschluss. Das ist natürlich auch schon mal ein Vorteil. Aber wir werden es ja jetzt sehen.
Also, es geht jetzt los. Also man sieht es schön hier an der Seite, wenn man oben spritzt, dass es hier wunderbar runterläuft. Wie so eine Regenrinne. So, jetzt stelle ich auch mal ein bisschen mehr. Also das ist wirklich jetzt schon Platzregen. Und noch mal eine Stufe höher. Auch mal von der Seite. So, das soll es gewesen sein. Was mir gleich auffällt, ich bin ja nicht nur für die positiven Sachen da, das ist ja hier offen. Das heißt, da müsste man sich was einfallen lassen. Passt mal auf. Ich hoffe, ihr seht das. Hier steht das Wasser drinne. Könnte, wenn man da drin schläft, sehr kalt werden von unten. Das ist negativ, sage ich mal. Suboptimal. Aber man könnte natürlich, wenn es aufgehört hat, es abfließen lassen. Also beim nächsten Mal muss ich mal gucken, dass man das irgendwie zumacht, aber wahrscheinlich wird das nicht funktionieren. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es innen drin aussieht. Ich werde es jetzt vorsichtig aufmachen, dass das nicht verfälscht, wenn von der Tür Wasser reinkommt.
So, ich mache euch mal ab. Was ich sagen muss, ist enttäuschend. Seht ihr hier? Da steht das Wasser. Hier ein bisschen. Hier nur gering. Die Ecken sind in Ordnung. Aber genau in der Mitte steht das Wasser. Komischerweise, die Decke ist trocken. Da scheint es nicht herzukommen. Hier auch. Ist auch trocken. Jetzt bin ich ein bisschen komisch. Ich gucke mal, ob der Boden verletzt ist, aber das scheint auch nicht so. Ja, das lässt mir echt keine Ruhe, weil ich habe keine Stelle gefunden, wo es durchgekommen sein kann. Ich werde das jetzt mal trocken wischen, ob ich eine Verletzung des Bodens sehe. Ich sehe überhaupt nichts. Nee. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ich es vielleicht übertrieben habe. Weil ich habe ja wirklich hier unter die Kante gehalten. Ich meine, Regen kommt ja bekanntlich nicht von unten. Aber mich hat jetzt der Ehrgeiz gepackt. Ich werde demnächst mal einen großen Regentest machen und werde meine ganzen Zelte aufbauen und die mal testen. Aber ein bisschen realistischer mit einem Landregen, vielleicht mit einem Platzregen und nicht mehr direkt mit einem Gartenschlauch draufhalten. Das war vielleicht übertrieben. Da ist es wohl mit mir durchgegangen. Aber ich weiß echt nicht, wo es durchgekommen ist. Durch die ist es auch nicht. Ist alles trocken. Da bin ich echt mal gespannt. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Das will ich jetzt wissen. Und vor allen Dingen auch mein hochgepriesenes Quedo-Zelt. Dieses Schnellaufbau-Zelt. Ob das auch aushält. Weil so habe ich es auch noch nicht getestet. Aber ich sage mal, wahrscheinlich ist es übertrieben. Da kann ich vielleicht noch mit leben. Aber was mich so ein bisschen stört, das ist, dass sich das Wasser da untersammelt. Und da ist immer noch Wasser. Das heißt, wenn man jetzt im Zelt liegen bleibt, könnte es von unten ein bisschen kühl werden. Naja, aber dafür ist ein Test ja da. Man kann ja nicht alles schönreden. Sonst kann ich mir echt nicht vorstellen, wo es durchgekommen ist. Hier ist ja auch noch so eine Kante. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich es übertrieben mit dem Schlauch da unterhalten. Aber wäre nett, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, ob ihr das gut finden würdet, wenn ich mal so einen richtigen Regentest mache mit allen Zelten. Natürlich unter realistischen Bedingungen und nicht so. Soll es erstmal gewesen sein. Also, Fazit ist, vom Schlafkomfort ist es super. Gerade mit der Liege. Dass da unter das Wasser steht, ist nicht toll. Und dass es durchgeregnet hat, ist nicht toll. Aber ich weiß noch nicht wo. Das ist jetzt die Frage. Aber wie gesagt, ich werde noch mal einen Test machen, und der ein bisschen realistischer ist. Also man soll ja nicht immer gleich alles verteufeln. Aber ein bisschen enttäuscht bin ich trotzdem. Schreibt mir mal eure Meinung in den Kommentaren. Würde mich echt interessieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Abo wäre natürlich auch toll. Und ihr könnt euch schon mal freuen auf den großen Regentest. Ich bin selber gespannt. Mal sehen, was die Zelte so hergeben. Also, bis dann. Ciao.